Nun ja, wir müssen jetzt gegen die Monster kämpfen, deswegen, die wärmen sich gerade hier auf. Die Monster verschwenden keine Zeit, Nero. Sie stehen schon vor den Toren und ich glaube nicht, dass sie nur eine Tasse Zucker borgen wollen. Nicht? Hätten sie eh nicht gekriegt, mein Zucker. Ich weiß nicht, ob es die Halunken sind, die Flügeltäter oder die Schrecken. Schreckrecken. Ich lese das immer falsch. Ich lese immer Schreckenschrecken. Sag ja. Schreckrecken heißen die, okay. Oder sogar alle drei. Ich kann kaum erwarten zu sehen, wem sie, was? Wem wir diesmal die Jacken vollhauen. Ich bin bereit, loszulegen, Nero. Was ist mit dir? Bist du bereit? Ja, immer. Los, komm. Prügeln wir sie tot? Ja, bla bla, komm. Jetzt fühle ich mich wie neugeboren, also gehen. Ja, ist ja gut. Immer diese extra Wurst hier. Die wiederholen sich immer bei mir. Wow, was ist das denn? Ein riesiger Flauschball. Und Dildo-Häschen. Ich meine. Hä? Der geht einfach rein. What the fuck? Der ist einfach reingesprungen. Was? Das ist eine offensichtliche Schwachstelle hier. Was ist denn hier los? Der springt einfach rein. Ich glaube, das sollte nicht sein. Die sieht lecker aus. Ja, ich esse die. Ey, warte mal. So ein riesiger Marshmallow. Die sind ja niedlich. Oh, die machen Schaden. Schrecklichen. Schreckrecken recken sich vor Strecken gegen die schrecklichen Recken. Oh Gott. Oh Gott. Haben wir auch noch Zungenbrecher. Tantenmäuse. Wölfe. Applaudiert. Aua. Ich habe leider kaum Heilkräuter, ne? Auf meiner anderen Insel habe ich fast 1000 und hier habe ich nur eins. Oh. Esther hilft auch beim Kämpfen? Das wusste ich gar nicht. Ist so eine Nonne, warum hilft die? Ich bin ausgewichen. Noob. Whee. Darf ich den Trailer zum Spiel mal posten? Welches Spiel? Achso, ja, darfst du, natürlich. Es war nicht leicht, aber wir haben standgehalten. Verflucht starke Biester waren das, nicht wahr? Das waren die Halunken. Wow. Ganz sicher, diese Scheusale und sind hart wie Stahl. Manche sagen, dass sie stark genug sind, um ganze Bäume mitsamt Wurzeln aus dem Boden zu reißen. Wenn Hagons Streitkräfte vereint über uns herfallen sollten, gäbe es wohl kaum etwas, womit wir sie aufhalten könnten. Unsere Soldaten haben heute tapfer gekämpft, aber wir können uns nicht nur auf unsere Stärke verlassen. Wir müssen einen magischen Weg finden, um sie zurückzuschlagen. Aber welche Art magischer Waffe wäre die effektivste im Kampf gegen sie? Feuer. Alles mit Feuer. Arlunken, ja. Das ist einfach nur doof. Guck mal kurz, wartet. Vielleicht kenne ich das ja, was du. Kenne ich nicht. Wusstest du nicht, dass es so ein Spiel gibt? Der Stil gefällt mir.
Toll, Sven, jetzt will ich's auch haben. Dankeschön. Kannst du mir aber nicht holen. Ich muss gerade sparen. Oh, das sieht echt cool aus. Wow, der Stil gefällt mir sehr, ja. Danke, Sven. Toll. Ich hol's mir im Dezember. Was kostet denn das? Ah, das sieht echt schön aus. Zuerst sollten wir die Burgmauern reparieren. Auch wenn du dir irgendeine Wunderwaffe einfallen lässt, wird sie uns kaum weiterhelfen, solange wir sie nicht verteidigen können. Überlass das ruhig uns, Nero. Ja, okay, überlass ich. 40? Ah, scheiße. Das kann es ab November holen. Wow. Ich muss ja für The Beast Inside erstmal das Geld zurücklegen. Das wird jetzt nicht so extrem teuer werden, aber ich muss gerade ein bisschen aufpassen. Nicht zu viel ausgebe. Das ist ja viel. Aber vom Stil her sieht das echt cool aus. Also ich muss sagen, sowas unterstütze ich gerne, wenn ich dann das Geld habe. Ausgeben. Sieht echt schön aus. So, sehr liebevoll auf jeden Fall. Naja, werde jeden Frühschicht von 4 bis 10 Uhr Bauchschmerzen. Das ist nicht schön. Dann hoffe ich, dass es diesmal nicht so ist. Dezember kommt nichts Gescheites. Nächsten Monat kommt wieder sehr viel. Für mich jedenfalls. Also ich würde gerne dieses Star Wars Game zocken mit euch. Dieses, ich vergesse mal den Namen. Mit dem Baby da. Wie ist denn das? Ich vergesse komischerweise immer diesen Namen von dem Spiel. Halt mit dem Baby da. Und was noch? Da kommt noch irgendwas. Ich komme mit den ganzen Spielen nicht hinterher. Die Harlunken landen also den ersten Treffer. Welche Art magische Waffe wird sie bloß zurückschlagen können? Ich weiß es nicht, aber es ist nur eine Frage der Zeit, bis diese Scheusale erneut angreifen. Wir sollten die Gelegenheit nutzen, um unsere Verteidigung auszubauen. Diesmal nach außen. Nach außen, sagst du? Das könnte funktionieren. Wir könnten Hagons Armee ordentlich zusetzen. Oder zersetzen, lesen. Bevor sie überhaupt unsere Tore erreichen. Zersetzen wir eigentlich auch nicht schlecht. Säure! Weißt du, Pokémon, ja, Pokémon kommt ja auch noch. Den Entwurf überlasse ich dir, Nero. Wir brauchen eine Art Spießrutenlauf. Was? Von denen die Stadttore mit Stacheln und Pfeil. Oh, what? Um den Unholden ihren Anmarsch zu erschweren. Das klingt bösartig gut. Und lass dabei etwas Platz für die magische Waffe, die wir erst noch erfinden müssen. Das klingt sehr gut. Die beiden Games haben ein Bide. Die schenken dir zwei Games. Nach Star Wars und Pokémon kommt erst im Januar Dragon Ball. Du meinst Dragon Ball, ne? Anti-Harlunken-Befestigungsanlage. Was ist das denn? Das ist genau, was ich mir vorgestellt hatte. Ausgezeichnete Arbeit, Nero. Ich vermute, dass diese Fragezeichen die Orte markieren, an denen du deine wundervollen neuen magischen Verteidigungsanlagen installieren willst. Apropos, ich habe etwas nachgedacht. So wie ich es sehe, müssen wir die Schwächen des Feindes ins Visier nehmen. Und ich habe vielleicht eine Idee, wie wir sie identifizieren. Nun, während ihr beide euch mit den dunklen Künsten beschäftigt, könnten wir damit beginnen, die Mauern zu errichten, die in deinen Bauplan eingezeichnet sind. Vergiss nicht dafür zu sorgen, dass wir genügend Ach ja, ihr wollt wieder alles haben, bla bla. Guck mir das jetzt erstmal an. Lasst mich in Ruhe. Ach, das geht einmal. Ah. Weiß. Kann ich das irgendwie zoomen? Burgmauer Zinn habe ich ja alles. Burgmauer. Burgmauer Pfeiler. Burgecke. Holzverschanzung. Ah ja. Okay. Ich sehe schon, ich muss hier mein Meisterwerk denn zerstören. Ne? Oder habe ich das so gut gebaut, dass ich es nicht machen muss? Oh! Hat der es gerade kaputt gemacht?
hat er das gerade kaputt gemacht? Vor meinen Augen? Du Hodenkobold. Richtiger Hodenkobold. Guck mal, jetzt sieht das scheiße aus. Jetzt muss ich es auch kaputt machen. Okay, bye bye, Oni-chan. Schlaf schön. Was wollte ich eigentlich warten, aber irgendwie kommt ja eh nicht wirklich viel, Zeit. Ja, das stimmt. Das stimmt. Oh, ich sehe schon, die müssen das hier alles kaputt reißen, ne? Na gut. Die bauen ja sowieso schon wieder ohne mich. Woher haben die jetzt die Sachen? Ich frage mich gerade, woher die Sachen haben. Ich hoffe nicht, dass ihr jetzt hier was von meinen Sachen, die ich hier drin gebaut habe, abreißt. Ich hasse euch, wenn ihr das tut. Ich folge dir mal, wartet mal. Hä, die verschwinden einfach! Was? Alter, ich schwör's euch, Leute. Wo klaut ihr das? Und wo holt ihr das? Ich hab Angst, dass sie hier alles mir klauen. Wo haben die das denn jetzt abgerissen? Oh, ihr seid Monster, wisst ihr das? Ich habe keine Kohle. Scheiße. Oh no. Aus einer Kiste. Ich habe keine Kiste. Ich habe keine Kiste mit Material drin, deswegen nirgendwo. Ich bin verwirrt. Deswegen habe ich Angst, dass sie hier irgendwas abpflücken. Warte mal, der Boden ist irgendwie... Nein, okay, doch. Ich würde die echt schlagen, wenn ich es tun würde. Mann, ey. Dann brauchen die auch schon wieder. Ich frage mich echt. Ich habe die einzige Kiste, die ich habe. Klauen die Zuni nur, wenn etwas nicht dahin gehört. Ich hasse die. Hasse die, dass sie das tun. Ihr nehmt das hier. Nehmt die Sachen. Lasst alle Sachen, wo sie sind. Hier kommt hierher. Ich hasse euch. Nehmt das hier, ja? Kackstelzen, ihr. So eine Frechheit. Eigentlich wollte ich das machen. Jetzt haben die mir alles hier alles geklaut. Wollte ich mir alles auseinanderpflücken, was ich jetzt da gebaut habe. Da war ich wieder zu voreilig anscheinend. Fragezeichen sind halt hier. Hier kann ich das noch nicht bauen, weil wir noch nicht wissen, was wir da bauen sollen. Okay.
warte mal kurz. Bist du bereit, dich mit Bart zu sehen? Ich glaube, ich habe eben ein neues Emote für dich gemacht. Was? Was? Du hast mich mit Bart gemacht, oder was meinst du? Ich würde mit Bart sehr cool aussehen, ja? Also, ich weiß nicht, ob das stimmt, aber... Warte mal, bis die fertig sind. Guck mal, ob ich noch irgendwas machen kann. Brauchen die nicht das auch? Wir bauen ja gerade nur die Verteidigungsstufe 1, sage ich mal, weil das kommen ja noch andere zwei Gegner. Ich denke mal, wir brauchen noch sehr, sehr viel mehr Marmor, was ich noch sammeln muss. Ja. Ich schick's mal in Discord, aber nicht per PN. Okay. Ja. Das kann ja lustig werden. Aber ich muss sagen, es interessiert mich auch. Wie kommt die auf so eine Idee? Ich weiß es nicht. So geschickt? Okay, ich guck mal. Oh Gott! Oh Scheiße! Oh shit, Entschuldigung, aber... Ja. Hey, ich sehe mit Bart voll gut aus, ja? Zu Weihnachten bin ich denn Eliza Mann. Beschenke euch mit Schlägen. Oh wow. Mosi, was hast du für Langeweile? Ach, schön. Also ich musste lachen. Das sieht sehr interessant aus. Elizas Kraftbild. Ja. Also ich würde feiern, wenn das ein neues Emote wird. Ich habe nicht mal Emote-Slots. Hi. Leute, haltet euch ran! Nee, ich müsste Partner sein, um mehr Slots zu haben. So einfach ist das nicht, Mosi. Weil ich glaube, ich hätte schon ein paar Slots frei. Also noch mehr. So wie er manchmal übertreibt. Hätte ich bestimmt schon ein, zwei Slots mehr. Das ist ja nicht ein schönes Gefängnis. Schön in der Kälte hier draußen, ne? Erfrieren. Ich weiß halt nicht, was wir noch jetzt brauchen. Anessa sprach davon, die Schwächen unserer Feinde ins Visier zu nehmen. Ich frage mich, was das sein könnte.
Das weiß ich nicht, aber ich habe eine Idee, wie wir es herausbekommen könnten. Ein Kriegsschiff der Halunken ist nicht weit von hier festgemacht, an den Docks im Südosten. Ein Kriegsschiff? Das hört sich genial an. Es wird wirklich Zeit für einen Tapetenwechsel. Den ganzen Tag nur Burgmauern anzustarren, treibt mich echt in den Wahnsinn. Wenn wir uns an Bord dieses Schiffes schleichen könnten, gibt es dort vielleicht jede Menge Geheimnisse zu entdecken. Wir drei sollten sofort dorthin aufbrechen. Also gut, ich werde zusammen mit Hector hierbleiben. Jemand muss ja die Bauarbeiten beaufsichtigen und für die Sicherheit seiner Majestät sorgen. Viel Erfolg auf eure Mission. Ich hoffe, dass ihr eine geheime Schwäche findet, die wir so ausnutzen könnten, dass die Halunken schon bald um Gnade willen sind. Ich finde Sarah manchmal sehr verdächtig. Ich finde sie manchmal sehr verdächtig, weil sie sagt doch immer, wir können uns ja nicht an sie erinnern und so. Das ist immer sehr komisch, was sie da sagt. Ich kenne sie ja allgemein nicht. Warum sagt sie das? Das ist ja so, als ob wir schon immer hier gewesen wären. Ein bisschen verdächtig ist das schon. Ich glaube, sie weiß gar nicht, dass wir erst hier vor kurzem hergekommen sind. Oder sie ist einfach nur doof. Und auch schon. Ach, ihr seid wieder zurück. Gearstream hat voll Probleme seit einer Stunde mit der Internetverbindung. Jetzt bin ich mal bei dir. Du bist auch wieder da. Ah, das ist natürlich nicht blöd mit Internetproblemen. Das kenne ich sehr gut. Das hatte ich dieses Jahr noch sehr extrem mit Internetproblemen. Ich kenne das sehr gut, wenn man dann nicht ordentlich streamen kann. Dann willkommen zurück, euch beiden. Du hast mich gerade auf eine Idee gebracht. Was denn? Dann werd Partner. Ich kann nicht einfach Partner werden. Ich brauche mehr Zuschauer und das geht nicht so einfach. Entweder ergibt es sich oder nicht. Ich mache einfach weiter so, wie ich weitermache. Los. Das ergibt keinen Sinn. Ich mache einfach so weiter, wie ich bin. Fertig. Nicht zu danken. Freut mich, dass ihr wieder da seid. Viel Erfolg auf eure Mission. Ich hoffe, dass ihr eine geheime Schwäche findet, die wir so ausnutzen könnten, können, dass ihr Halunken, schon bald um Gnade willen sind. Eine dringende Sache noch, bevor du gehst, sorge bitte dafür, dass in der Truhe genug Burgmauerblöcke sind. Wir könnten nicht weit... Ja, ja, ist ja gut. Müssten eigentlich genug drin sein, ne? Eigentlich. Guck nochmal. Ihr könnt noch nicht alles aufgebraucht haben. Ihr habt noch 991, also bitte. Wenn das nicht reicht, weiß ich auch nicht. Muss mal die Gegner. Ich lasse sie mal jetzt einfach hier kämpfen. Schaffen die schon. Du bist ganz schön weit gekommen mit deinem Spiel. Ja, ein bisschen. Ich habe das Glück, dass meine NPCs hier ein bisschen mithelfen beim Bauen. Ich weiß nicht, ob man das als Glück sehen kann. Die machen das einfach. Die haben schon echt ordentlich viel hier gebaut, ja. Das stimmt. Also die Mauer ist jetzt hier zu und jetzt bauen sie hier eine Verteidigungsanlage Nummer 1. Denn ich habe drei Feinde, drei Anführer. Und wir müssen die Schwäche des ersten Anführers herausfinden. Der Haarlumpen. Die haben Haare. Verdammt. So, gucken wir mal. Wo muss ich jetzt lang? Das Spiel geht aber auch allgemein ziemlich lang. Jetzt schon eine ganze Weile an dem Game. Also seit dem Sommer oder so. Ich habe es auch nicht jedes Mal gestreamt. Aber ich werde es auf jeden Fall zu Ende bringen. Aber hier sind die Gegner. Das Schiff sieht cool aus. Wenn ich es enter. Na, sieh einer an.
Das muss das Schiff der Halunken sein. Los, hauen wir es kurz und klein. Nein. Maros, warte. Ich habe einen verdeckten Agenten auf dem Schiff. Er könnte wertvolle Informationen für uns haben. Ich werde nicht riskieren, dass er auffliegt. Das Letzte, was wir wollen, ist ein lärmender Kampf. Wir müssen uns unentdeckt hineinschleichen und ihn an Bord treffen. Oh, nicht unentdeckt. Ich bin im Schleichen echt schlecht. Nero, siehst du diesen Hügel da? Dein flautiger Mantel könnte dir dabei helfen, auf das Schiff hinabzugleiten, ohne dass jemand... Hättest du mir das nicht vorher sagen können? Ich war doch da gerade! Oh, was? Ist ja jetzt voll die Verarsche hier. Böff, wer bist du? Und was redest du hier mit mir? Sobald die auch nur einen von uns heulen hören, steht hier sofort Hagens komplette Armee auf der Matte. Und das wäre genauso schlimm für mich wie für dich. Du musst verstehen, ich bin ein Deserteur. Ich habe es einfach nicht mehr ausgehalten, auf diesem Schiff festzusitzen. Aru, du willst mehr über mein Schiff wissen? Es liegt gleich da drüben, das Flaggschiff der Halunkenflotte. Wenn du dich an Bord schleichen willst, musst du wirklich sehr gewieft sein. Scheiße. Willkommen zurück, Keks. Sobald du erledigt hast, weswegen du hier bist, solltest du noch einmal bei mir vorbeischauen, klar? Ich habe eventuell auch etwas für dich zu tun. Okay. Jetzt muss ich da wieder hoch. Das hätten die mir aber echt vorher sagen können, ne? Das wird so nicht reichen. Moment. Ich baue mich jetzt einfach hier in die Höhe. Huch. Hat okay in irgendwas. Hat okay in Bits gespendet oder warum hast du jetzt einen Emote? Ich sehe nur, dass ich die 666 habe. Die Woche halt angefangen. Hat okay ein Offstream-Bits gespendet. Wie schon, weil eine neue Woche begonnen hat und die 666 Bits stehen da. Er hat schon sein Keksschutzgeld bezahlt. So, Freunde der Sonne, ich werde mich ins Bett begeben. Schlaf schön, Shadow, danke, dass du da warst. Nochmal schönes. Bis dann. Ist es schon wieder so weit? Ja. Und Toni hat Feierabend. Sehr schön. Komm gut nach Hause. Ich habe vielleicht ein bisschen zu hoch gebaut. Egal. Sorry, dass ich so abwesend bin. Hä? Warum entschuldigst du dich denn mit Geld? Willst du mich verkacken? Keks! Du hast einen Welpen jetzt. Du musst dich doch nicht entschuldigen. Du musst dich doch nicht dafür entschuldigen. Also auch erst recht nicht mit Geld. Also ich freue mich natürlich, dass du mir was spendest, aber nicht so. Blödi. Dankeschön. Wie ihr das immer macht mit euren Donations, ne? Mir immer was mitteilen oder sich entschuldigen. Ihr seid doof. Ihr seid wirklich doof. Alles klar, wir haben es an Bord geschafft. Jetzt müssen wir nur noch meinen Agenten finden. Ahu, das ist fürchterlich. Einfach fürchterlich. Ruhe, hören wir uns an, was dieser Unhold zu sagen hat. Ich hasse diesen dummen Troll. Er musste sich wirklich umbringen lassen, was? Jetzt mussten wir den ganzen Weg nach Mondbach segeln, um zu beenden, was er angefangen hat. Und dabei haben wir es erst fast gar nicht hierher geschafft. Dieser blöde Sturm hat ein riesiges Loch ins Heck meines armen Schiffes gerissen. Ich hasse Stürme. Und dann finde ich auch noch einen kleinen blinden Menschenpassagier und muss ihn in den Knast werfen. Der war gerade erst frisch geputzt. Ein hundsgemeiner Tag. Fürchterlich. Weiß, ich habe einen jungen Feuerwehrhund. Ja, mit dem kannst du wirklich Brände löschen. Weiß nicht, warum ich gerade so komisch rede. Ein blinder Passagier, er muss meinen Agenten meinen, der sich an Bord geschlichen hatte. Der arme Kerl muss aufgeflogen sein. Wir müssen uns beeilen, Nero. Das Monster hat gesagt, dass es ein Loch im Heck des Schiffes gibt. Sehen wir mal nach, ob es groß genug für uns ist. Tschüss. Ich glaube, da sollte ich nicht sein. Hui.
das Wasser ist ja eiskalt. Weckt sofort die Lebensgeister, nicht wahr? Du hast wirklich ein paar eigenartige Vorlieben, Melrose. Mir ist kalt, dass ich kaum meine Finger spüren kann. Huch, Mannchen, was matscht ihr denn hier? Oh, das ist nur ein Schleim. Keine Sorge, dem breche ich das Genick, bevor er auch nur einen Mucks von sich gibt. Wow, Melrose, bleib mal ruhig. Er ist ein bisschen aggressiver geworden, habe ich das Gefühl. Schleime haben kein Genick, du Pappnase. Moment, Anessa, bist du das? Wie schleim, dich wiederzusehen. Was? What? Jeremias? Den Stern sei Dank, dass du am Leben bist. Ich dachte schon, diese teuflischen Biester hätten dich erwischt. Da ist ein alter Opa gekommen. Nero Melrose, das ist Jeremias. Er ist mir unterstellt und damit beauftragt, die Streitkräfte der Monster zu infiltrieren. Leider war seine Mission bisher erfolglos. Was soll das heißen? Ich bin schneller aufgestiegen als jeder andere Schleim in der Monstergeschichte. Und der Frachtraum ist sauberer denn je, seit ich ihn reinige. Wow. Wie auch immer, wir haben keine Zeit zu verlieren. Wir müssen den Schwachpunkt der Halunken herausfinden, bevor wir entdeckt werden. Vielleicht kann ich behilflich sein. Hier, nimm das. Es hat mir all die Jahre gute Dienste geleistet. Eine Verwünschelrute. Okay. Ich werde dir die Die Einzelheiten zu... Achso, der redet... Die Schleime reden immer sehr komisch. Das hat er sich angewöhnt anscheinend. Zur Verwünschelrute später noch erzählen. Vorerst solltest du sie einfach verwenden. Es ist fast selbsterklärend. What? Ich bin ein fetter Marshmallow mit langer Zunge. Oh, scheiße. Das ist die Macht der Verwünschelrute, wie du siehst. Können wir uns damit als Monster verkleiden und so unter ihnen wandeln, ohne uns zu verstecken zu müssen. Moment, das Schleim, der uns von den Monstern in Hamlin gerettet hat, warst das du? Wenn man als Monster verkleidet ist, kann man einiges erreichen. Man kann sich Feinden nähern, mit ihnen reden. Man erfährt ihre Stärken, ihre Schwächen, ihre Geheimnisse. Ach, Dropper hat schon wieder zu viele Emotes gepostet. Ja, hast du. Hast du... Alter. Hast du diese ganzen, Bitcheer-Emotes oder was? Das sind sehr viele, die du hast. Sehr viele. Du kannst, ja, zu viele. 15 Stück kannst du machen. Es gibt allerdings auch Nachteile. Als Monster ist es zum Beispiel unmöglich zu kämpfen. Sollte es jemals zu einem Kampf kommen, müssen wir wieder unsere wahre Gestalt annehmen. Nun dann, erkunden wir das Innere des Schiffs und finden wir heraus, ob es hier nicht irgendwas gibt, das uns im Kampf gegen die Halunken helfen könnte. Ich bin momentan ein LKW-Skin für Eurotruck Simulator 12 für leise anbauen. Wieso? Ich spiele das doch gar nicht. Wieso baust du mir einen Skin? Und die arme Person, die erwischt wurde, sollten wir auch nicht vergessen. Befreien wir sie, sobald sich eine Gelegenheit dazu ergibt. Aber wir bleiben bei dir, weil Gear-Stream geht es erst morgen wieder richtig los. Ah, okay. Okay, dann drücke ich mal die Daumen, dass der Stream dann wieder funktioniert und beziehungsweise sein Internet. Ihr Internet? Ich weiß nicht, ob es männlich oder weiblich ist. Sich wieder erholt hat. So. Die Zellen sind im Raum hinter dieser Tür. Wir müssen den Wärter finden und ihn davon überzeugen, uns den Schlüssel zu geben. Verwandle dich mit der Verwünschelrute selbst. Einige Monster können plötzlich gesprächig werden, wenn sie denken, dass sie mit Artgenossen reden. Wow. Ich bin jetzt ein Halloween-Monster. Verwandle ich mich immer... Oh. No, ich bin jetzt ein Schleim. Immer so. Hallo. Aus mit euch, oder ihr werdet die ganze Macht der Halunken zu spüren bekommen und das wird garantiert haarig. Ja, gut. Der Captain wird im Dreieck hüpfen, wenn er erfährt, dass ihr nicht auf eure Posten seid. Wollt ihr etwa in eine Zelle landen?
Natürlich wollen wir das, sonst würden wir ja nicht mit dir reden, oder? Jetzt halt den Rand und geh aus dem Weg, du Hasenfuß. Maris, bitte lass mich das regeln. Warum flüsterst du? Ihr wollt kurz in den Zelle hüpfen, euch umsehen und sicher gehen, dass alles schön eintönig und deprimierend ist? Dafür müsst ihr euch doch nicht schämen. Was? Falsch mit euch. Immer hinein mit euch, aber treibt bloß keine Spielchen, sonst bleibt die Firma da drin. Party! Ah, noch mehr Monster. Bitte, bitte fresst mich nicht. Oh, großer, mächtiger Hagan, erhöre mein Gebet. Er rettet mich aus diesem elenden Schicksal. Vielleicht sollten wir die Verwünschelroute erneut benutzen, um unsere Tarnung zu entfernen. Das könnte das Gespräch etwas erleichtern. Aber hier sind die Monster überall. Ach du meine Güte. Wer in Hagans Namen seid ihr und wie seid ihr hier reingekommen? Wir werden es morgen Abend sehen, ob es funktioniert. Ja, ich kenne das leider. Wenigstens eine Rettung und das ist bei dir. Das freut mich. Ich kenne das leider sehr gut mit Internetproblemen. Ich hatte das ein halbes Jahr, das war mit dem Stream immer. Manchmal ging es, oft ging es leider nicht. Dann hatte ich immer, ist mein Stream hängen geblieben und es hat gelaggt. Und oh, das war nicht schön. Das war keine schöne Zeit. Müsste ich wechseln. Wo bleiben meine Manieren? Mein Name ist Krachim. Ich bin ein Bade. Ich habe mich auf der Suche nach Essen auf das Schiff geschlichen. Aber den Monstern hat das nicht gefallen. Wir wollen sie besiegen. Du musst sie reden gehört haben, während du in der Zelle gesessen hast. Haben sie irgendeine Schwäche erwähnt? Etwas, das wir ausnutzen könnten? Sie müssen irgendwelche Geheimnisse haben. Die hat doch jeder. Aber leider war mein Wärter alles andere als gesprächig. Der mümmelt bestenfalls vor sich hin. Die Unterdrückten und Geknechteten sind eigentlich immer die Ersten, die plaudern. Und auf einem Schiff wie diesem gibt es genug niedere Handlanger. Findet einen von ihnen. Na gut, Nero, wir sollten uns auf den Weg machen. Vergiss nicht, die Verwünschelroute zu verwenden, bevor uns die Monster entdecken. Wenn ich hier bleibe, ende ich nur als Monsterhappen. Ich komme mit euch, ob ihr wollt oder nicht. Ja, kannst du ja. So, ich bleib mal jetzt so klein, weil... Fällt natürlich niemanden auf, ne? Iep, iep! Was? Euch habe ich das hier auf dem... Was? Euch habe ich hier noch nie auf dem Schiff gesehen. Müsst wohl neu sein. Und wenn schon, hört zu. Wir wollen einfach nur wissen, was die Schwächen der Halunken ist. Rückst du freiwillig damit raus oder müssen wir es aus dir herausprügeln? Meryl, sei bitte still. Überlass das mir. Wie? Einer der bösen Wölfe hat euch das Leben zur Hölle gemacht und ihr wollt wissen, was seine Schwäche ist, damit ihr es im Heim zahlen könnt? Gefällt's mir, Neuling. Leider kann ich dir da nicht weiterhelfen. Ich kenne aber wen, der das vielleicht kann. Der arme Schneestrolch, der da draußen auf dem Achterdeck feststeckt, würde euch bestimmt nur zu gern unter die Arme greifen. Geht die Stufen rauf zum Hauptdeck und dann durch die hintere Kabine raus aufs Achterdeck. Da findet ihr ihn. Okay. Ja, wir Geknechteten müssen zusammenhalten. Was ist denn da los? Oh wow, ich bin einmal im Kreis gelaufen. Na super. Ach, ist das der, den wir vorhin aus Versehen angesprungen sind? Kann ich euch etwa behilflich sein? Fein? Achso, der redet schon wieder so komisch. Ein böfer Wolf macht das Leben fair? Und ihr wollt feine... Warum muss ich das alles jetzt so lesen? Ja, wir wollen es ihm heiß sein. Hört zu, ich sehe vielleicht groß aus und ich... Wow, warum muss ich das jetzt so lesen? Ja, bitte so und genauso. Hört zu. Ich fehl vielleicht grob und fief auf, aber mit Rache und Missgunst habe ich nicht viel am Hut. Nicht vor wie der Wehwolf oben auf dem Vorderdeck. Vielleicht wolltet ihr ihn fragen. Er ist der größte
rötifte, unheimlichte Kerl auf den Gampfen pfiff. Was ist Sparta? Erlöst mich! Okay, ich kann gehen. Oh Gott. Warum müssen die so reden? Wahrscheinlich wegen der Zunge, ne? Wegen der Zunge können die nicht so reden. Hallo Lucarion, hey, lange nicht gelesen, wie geht's dir? Nimm die Kartoffel aus dem Mund. Sag das doch dem Monster. Die haben die Kartoffeln hier im Mund. Dafür kann ich doch nichts. Ich hab gesagt, ich soll das so vorlesen. Aru, ihr seid neu bei den Halunken, was? Wie gefällt euch das Leben bei den großen Jungs? Ihr begeht doch wohl hoffentlich schon jede Menge üble Taten. Diese Mission wird ein echter Spaziergang. Diese jämmerlichen Menschen in Mondbach haben keine Chance gegen uns. Da können wir uns so richtig austoben. Genug geplappert. Jetzt halt die Klappe und sag uns, was die größte Schwäche der Halunken ist. Du hast ganz schön Mumm, Neuling. Ich mag dich, also werde ich dir ein kleines Geheimnis verraten. Wir Halunken haben alle dickes, zotteliges Fell. Das ist äußerst nützlich in einem Sturm, egal ob es sich dabei um Schnee oder um Schwerter handelt. Aber es hat auch einen Nachteil. Lamm, ich wusste es. Ich wusste, dass wir Feuer brauchen. Feuer ist die Lösung für alles. Ja. Wenn dieser struppige Pelz in der Nähe einer Flamme kommt, brennen wir lichterloh. Wir machen überall Feuer. Selbst im dicksten Eis fühlen wir uns pudelwohl, aber kommen uns nur mit einer Kerze zu nah und puff. Meine Güte, Melros, du hast an einem Nachmittag mehr aus diesem Monster herausbekommen, als ich in vielen langen Jahren. Diese Information ist wirklich sehr nützlich. Wir haben nur unsere Inspiration. Unsere neue magische Waffe muss die Macht des Feuers nutzen. Ihr redet vor dem Monster, ne? Wie es aussieht, ist unsere Mission hier abgeschlossen. Kehren wir zum Schloss zurück, bevor unsere wahre Identität aufgedeckt wird. Ihr redet vor dem Monster davor. Was ist denn falsch mit euch? Die verraten das denen. Knisterfalle. Ein kurioses Kriegsgerät, das vorwärts marschierende Feinde mit sengenden Flammen aufhält. Oh. Geil. So, ich muss jetzt hier weg. Ich meine, sie haben verfucht die Kanonenflecken. Ich weiß, warum die so lange Zunge haben. Die haben bestimmt versucht, eine Kanone abzulecken bei fröstelnden Temperaturen. Ich habe viel zu tun momentan, sorry. Nee, alles gut, Lucarion. Erinnere mich an dich. Oh, jetzt habe ich Dreckwasser aufgesammelt. Scheiße. Oh nein. Auf sauberes Wasser. Ganz viel Dreckwasser. Wie ändere ich nochmal das Wasser hier drin? Also. Ich habe jetzt Dreckwasser hier drin. Bin jetzt aber nochmal woanders am Creepen. Haut's mal rein. Okay, Lucarion, danke fürs Reinschauen. Bis denn. Meine Waifus. Ach Mist, jetzt habe ich aus Versehen da Dreckwasser drin. Das war nicht der Plan. Bob Robson, danke schön für dein Follow. Herzlich willkommen. Oh, du bist zurück. Wef, wef. Du hast es nicht nur aufs Schiff geschafft, sondern bist auch mit dem Leben wieder davon gekommen. Das ist ein Grund zum Feiern und dafür habe ich genau das Richtige. Oh, lecker Kuchen. Davon könnte ich mich wohl trennen, wenn der Preis stimmt. Mein Magen ist gehörig am Grummeln. Für eine ordentliche Portion Fleisch würde ich einiges geben. Bring mir 5 Stück und wir kommen ins Geschäft. Ja, ich habe Fleisch. Kann ich dem gerne geben. Lecker. Kuchen. So, abgeschlossen. Tschüss.
warte nur darauf, dass es eine Doku Daki Makora gibt.